Okay. Volkszeitung. Wirtschaft unterstützt Hitler. Hitler erklärt vor hohen Vertretern der deutschen Wirtschaft wie Krupp, Opel und Quandt, dass er die Demokratie abschaffen, aber das Privateigentum schützen wird. Man spendet große Summen. Tageblatt. SA und SS, jetzt Polizei. Reichsmarschall Göring ernennt 50.000 SA und SS-Mitglieder zu Hilfspolizisten und ordnet den Gebrauch der Schusswaffe an. Rundschau. Oskar Maria Graf verlässt Deutschland. Der berühmte Schriftsteller Oskar Maria Graf macht eine Vortragsreise nach Österreich und erklärt, dass er nicht nach Deutschland zurückkehren wird. Krass. 22. Februar 1933. Hans Esser zieht mich nach dem Treffen und einer heftigen politischen Diskussion beiseite. Wie lange wollen wir Gerhard Leopolds Unverschämtheiten eigentlich noch ertragen? Das muss aufhören. Was meinst du? Gerhard Leopold ist ein unverbesserlicher Sozialdemokrat. Seine Ansichten schaden uns auf Dauer. Ohne ihn wären wir besser dran. Puh. Gerhard Leopold bitten, die Gruppe zu verlassen. Hans Esser bitten, die Gruppe zu verlassen. Beide sollen bleiben. Ich reagiere mal ganz kurz aus dem Bauch raus. Ja. Mein Bauch sagt, ey, Typ, hast du noch nicht verstanden, worum es hier gerade geht? Also es geht hier gerade nicht darum, ob wir konservativ sind, ob wir Sozialdemokraten oder sonst was sind. Hier geht es gerade irgendwie darum, dass wir ein Regime haben, das uns jede Form politischer Beteiligung, politischer Mitbestimmung nimmt, das uns unsere freie Meinung nimmt und dass es das Menschen in Gefahr bringt. Und da brauchen wir eigentlich genau diese Debatte gerade nicht. Insofern tendiere ich gerade zur zweiten oder dritten Option. Ja. Ja, also ist halt, wir können sowas nur durchstehen, indem wir vielfältige Überzeugungen mit unter einen Hut bringen. Wir sind uns ja einig damit, dass wir gegen das Nazi-Regime etwas tun wollen. Und das sollte einigkeitsstiftend genug sein. Mhm. Also meine Tendenz wäre zu sagen, beide sollen bleiben. Ich weiß aber nicht, ob Hans Esser das kann. Ja. Schwierig. Ich würde jetzt gerne sehen, was Hans Esser nochmal war. War das der Nationalkonservative oder ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Aber ist vielleicht auch egal an der Stelle. Also das wäre jetzt eine strategische Entscheidung im Sinne von wer bringt uns mehr Unterstützer oder irgendwas. Nee, das wäre eine Entscheidung von, ich hätte gerne seine politische Gesinnung gewusst, um wenigstens eine Ahnung mir davon bilden zu können, ob das uns in den Arsch speist, wenn wir ihn bitten, die Gruppe zu verlassen. Weißt du, ob er davon frustriert ist und dann sagt, übrigens, da gibt's so eine Gruppe. Ja, der Concierge, Gerhard Leopold, wie es im Chat ist, der Concierge ist Sozialdemokrat. Genau, es geht um Hans Esser, was er nochmal war. Weil einer von den beiden war Offizier und einer war, ich weiß nicht, ob das dasselbe war, ob der Offizier nationalkonservativ war oder was anderes. Und das habe ich nicht mehr auf der Kette. Ich finde irgendwie, es ist egal, welcher politischen Orientierung
die Person zugeordnet ist. Wir können ja sowieso irgendwann wieder nach neuen Unterstützungen gucken und so. Aber dann sind wir bei diesem Vertrauenspunkt, wenn einer jetzt am Anfang schon anfängt, aufgrund von politischen Unterschieden gegen jemanden anders zu schießen, bin ich mir nicht sicher, ob die Person richtig für unsere Gruppe ist. Ja. Genau, man kann ihn leider nicht anklicken, The Real Panzer. Das gibt uns keine Informationen in diesem Moment. Ja, ich bin tatsächlich auch, ich bin da bei dir. Ich glaube, wir sollten Hans Esser bitten, die Gruppe zu verlassen. Also wir könnten auch nochmal gucken, was passiert, wenn beide bleiben. Ob wir dann permanente Dauerdebatten darüber haben. Aber mein Instinkt sagt, den da rausnehmen. Weil wir haben ein anderes Ziel, ein höheres, glaube ich. Ja. Ja, ja, ich bin da bei dir, ja. Dann bitten wir Hans Esser mal, die Gruppe zu verlassen. Ich kann hier keine internen Machtkämpfe brauchen. Es ist besser, du machst von nun an ohne uns weiter, sage ich zu Hans. Wie bitte? Brüllt Hans. Du wirfst mich raus? Mich? Du machst einen Fehler. Er stürmt nach draußen und knallt die Tür hinter sich zu. Gut, dass wir ihn endlich los sind, sagt Gerhard. Ende der Szene. Okay. Aktionplan. Genau, er war Fahrstuhlführer und moderater Liberaler, genau. Der andere war Offizier und Nationalkonservativer. Tja. Okay. Oh. Wir haben hier mehrere Dinge. Anscheinend, wenn wir mehr Unterstützer bekommen, also wenn wir, eben war hier 20, wenn wir über die 20 drüber kommen, dann haben wir anscheinend mehr Aktionen zur Verfügung. Ja, können in Köpenick einen ehemaligen Gewerkschafter treffen, einen Pastor treffen, Papier kaufen. Für eine Weile untertauchen. Und hier haben wir noch Farbe kaufen. Okay, damit können wir also unser Inventar aufbessern, nehme ich an. Für bestimmte Dinge. Also Papier und Farbe würde ich schon mal gut finden. Keine Ahnung, was wir damit machen, aber es wird uns was einfallen. Und dann lieber jetzt in kleineren Mengen kaufen, als dass wir irgendwann Flugblätter drücken wollen und kein Papier haben. Ja, ich hätte jetzt aber gesagt, lass uns eventuell, also, ich weiß nicht, ein Pastor-Treffen finde ich hier auch bekommen, gut. Hier bekommen wir Unterstützung, also bekommen wir mehr Unterstützer. Ich hätte jetzt gesagt, aber ein neues Mitglied sollten wir rekrutieren. Okay. Dann lass uns das neue Mitglied rekrutieren. So, wir brauchen jemanden, der inspirierend, Anführerin, Empathie und Geheimhaltung. Wie sieht's denn hier aus? Oh. Puh. Tja, wir brauchen da wohl zwei. Ja. So wäre optimal. Und dann noch das Fahrrad dazu? Vielleicht wird die Gefahr niedriger, ja. Das würde ich mir jetzt mal merken. Und ich würde jetzt mal, wo hatten wir Papier? Nee, hier ist Papier kaufen. Kriegt er nicht alleine hin. Farbe kaufen. Die Malerin Marion Hofer erzählt uns von Läden, in denen wir große Mengen Farbe kaufen können, ohne großen Argwohn zu erregen. Wir können jetzt Farbe kaufen. Auch nicht gut. Wie sieht's mit ihm aus? Auch nicht. Ach, vielleicht hätten wir doch versuchen sollen, mit beiden klarzukommen.
Tja. Hätte, hätte. Ja, einen ehemaligen Gewerkschafter treffen. Einen ehemaligen Gewerkschafter treffen. Jan Sinsheimer erzählt von einem ehemaligen Gewerkschafter, der früher ein überzeugter Gegner der Nazis war. Bringt einen Unterstützer. Ermöglicht mit Arbeitern sprechen. Also, dass wir neue Möglichkeiten bekommen. Da könnte ich mir ihn vorstellen. Er könnte das eventuell alleine machen. Und dann benutzen wir Oskar und Karin für das andere. Das können wir machen. Wir können hier auch ehemaliger Gewerkschafter. Ja? Wir können auch gucken, ob Geld hilft. Ich vermute nicht, aber man kann ja mal gucken. Für die Vorbereitung. Nee, tatsächlich, nicht. Ja. Doch, ein bisschen. Aber nicht viel. Und wenn wir in der Runde einfach nur versuchen, einen neuen Unterstützer zu bekommen und gut? Ah, hier haben wir noch, neben Kreuzberg war noch etwas, Flugblätter mit der Schreibmaschine erstellen. Die Druckerin Stefanie Mendelssohn hat Farbrollen von ihrem Arbeitsplatz gestohlen und hat sie uns gespendet. Wir können jetzt manuell Flugblätter erstellen. Wir haben nur kein Papier. Also ich bin dafür, den noch einen Unterstützer zu holen oder zu gewinnen, ja. Weil wir dann 4 Leute haben, sodass wir Papier oder Farbe oder wie auch immer dann noch kaufen können. Das wird zwar ein Moralminus in dieser Runde, aber... Also wir könnten es auch so machen und ihnen das Fahrrad geben und dann hätten wir Gerhard für den Gewerkschafter. Mhm. Ja, klar, oder den Pastor, da würde ich auch nochmal drauf gucken. Okay, dann machen wir das jetzt so. Und der Pastor, da haben wir auch noch nicht einen Pastor treffen. Inka Meissner, ein gläubiger Christ und Mitglied der Kirche in Tempelhof, erzählt von einem Pastor, der früher oft heftige Kritik am Regime geäußert hat. Nee, Sozialdemokrat ist schädlich an dieser Stelle. Also, was haben wir hier, wenn wir für eine Weile untertauchen? Manchmal ist es besser, sich an einem sicheren Ort zurückzuziehen, um die Behörden abzuschütteln. Okay. Das kostet uns was. Ja, nee. Ich wollte einfach nur mal gucken, was das macht. Okay. Aber dann würde ich... Also, wir können halt ehemaligen Gewerkschafter treffen und das ermöglicht uns wahrscheinlich mit anderen noch zu sprechen. War ja hier ermöglicht, mit Arbeitern sprechen. Oder ihn nochmal Geld sammeln zu lassen. Das kriegt er auch alleine gut hin. Also... Na komm. Dann lass uns nochmal Geld sammeln gehen, weil wir brauchen ja sowieso noch Papier und so. Dann brauchen wir das eh. Ja. Okay. Dann machen wir mit den Ausführungen beginnen. Ja, wir haben 21 Unterstützer. Wir haben einen Unterstützer verloren. 21 Menschen unterstützen uns weiterhin. Unsere Unterstützer spenden 6 Mark. Und Gerd Leopold besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Er ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu helfen. 18 Mark. Und Karin Schmid spricht mit engagierten Unterstützern, um herauszufinden, ob sie sich verstecken. Ich musste jetzt schnell reagieren, hatte ich das Gefühl, wegen der ablaufenden Uhr. Sorry, ich habe das jetzt... ich konnte das nicht so schnell verbalisieren. Okay. Alles gut, ich habe auch nicht schnell genug geschalten. Karin Schmid spricht mit engagierten Unterstützern, um herauszufinden, ob sie sich unserer Gruppe anschließen wollen. Jemand hat es beobachtet. Es gibt einen Zeugen. Karin Schmid flüstert, ruhig bleiben und weitermachen. Die Mission musste abgebrochen werden. Oskar denkt, dass er gesehen wurde. Oh. Dann sollte Oskar für eine Weile untertauchen.
Es ist spät und ich sitze in einer Bar am Hackerschen Markt. Da stürmt ein Mann durch die Tür und schreit: Der Reichstag brennt! Die Kommunisten haben den Reichstag angezündet! Nach draußen laufen oder erst austrinken? Wahrscheinlich, man könnte auch beides gleichzeitig machen, aber ich... Ich mag, wie du denkst. Aber ich vermute, dass es eher direkt nach draußen laufen ist. Ja, würde ich auch sagen. So im Sinne von spontaner Reaktion. Ich lasse mein Getränk stehen und stürze nach draußen. Trotz der späten Stunde sind die Straßen voller Menschen. Der Nachthimmel über dem Reichstag ist in glühend rotes Licht getaucht. Die Szene ist unwirklich. Wie furchtbar, was ist hier passiert? Also auch da wieder, was ist hier passiert? Na, der Reichstag wurde angezündet. Auch da könnten beide Sachen genau in einem Satz sein. Ja. Aber ich glaube, ich ganz persönlich würde wahrscheinlich fragen, was ist hier passiert. Ja. Ja, ich auch. Warum stehen wir alle hier noch rum? Fragt eine Frau im Pelzmantel in die Runde. Wir sollten dorthin und schauen, was los ist. Die Leute um sie herum stimmen zu und es bildet sich eine Gruppe. Der Gruppe anschließen oder alleine zum Reichstag laufen? Also bei der politischen Lage, wie sie jetzt zurzeit ist, würde ich das allein versuchen zu meiden. Ach, verrückt. Bei mir ist es genau andersrum. Echt? Ich könnte in dieser Situation überhaupt nicht mit dem umgehen, was die Gruppe da erzählt, weil die werden irgendwie anfangen, aufgeregt zu sein und irgendwie Zeug erzählen, was irgendwie mich vielleicht noch mehr irritiert. Ich glaube, ich würde eher alleine zum Reichstag laufen, aber ich kann total nachvollziehen, warum du sagst, der Gruppe anschließen. Weil die Gruppe natürlich an der Stelle auch noch mal so ein sichereres Gefühl gibt. Ja. Na komm, dann lass uns an die Gruppe anschließen. Okay. Ich bin da vielleicht auch einfach komisch, dass ich da alleine hinfiege. Ich schließe mich der Gruppe an und zusammen gehen wir durch die leeren Straßen in Richtung Reichstag. Je näher wir kommen, desto mehr riecht es nach Rauch und Feuer. Bald ringe ich nach Luft, der Rauch beißt in die Nase. Den Schal über die Nase ziehen, die Luft anhalten. Die Luft anhalten funktioniert nur eine gewisse Zeit, insofern würde ich sagen, den Schal über die Nase ziehen. Ja. Ja. Auf der Brücke, die zum Reichstag führt, werden wir von einer Polizeipatrouille angehalten. Straßensperrung, sagt der Polizeibeamte. Bitte gehen Sie. Die Menge anschauen? Oder es ist schon spät und ich beschließe, nach Hause zu gehen. Ich glaube, ich würde nach Hause gehen. Ja, besonders weil in der Zeitung stand, dass 50.000 SA und SS-Menschen zu Hilfspolizisten erklärt wurden. Und also dazu gucken, ich sehe dieses Gebäude brennen, was so unwirklich ist. Also ich meine, jetzt, ich stelle mir das gerade vor, dass ich in Berlin vor diesem Reichstagsgebäude stehe, das ja irgendwie auch heute noch irgendwie ein krasses Gebäude ist. Und dann siehst du das brennen und das... Ich glaube, ich müsste gehen. Weil ich kann ja sowieso nichts tun. Ja. Es ist schon sehr spät, als ich endlich zu Hause ankomme. Ich schlafe sofort ein und habe Albträume von Feuer und den merkwürdigen Menschen, denen ich begegnet bin. Diese Nacht lässt Schlimmes vorausahnen. Ich frage mich, was uns bevorsteht.
Oh. Ich frag mich, was uns bevorsteht. Also dadurch, dass wir. Ich muss mal kurz, Entschuldigung. der Lette Herr The Real Panzer hat gerade dem Rasengras ein Abo geschenkt. Das finde ich ganz großartig. Herzlichen Dank. Fantastisch. Danke. Danke. Finde ich großartig. Dankeschön. Diese beiden Möglichkeiten, Das ist diese jetzt die Nacht lässt Frage. Schlimmes voraussagen. Geschäftsordnungsantrag. Heißt das jetzt, dass das Rasengras auch einen Vorschlag machen darf oder darf der Real Panse 2 machen? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, da er Sachen verschenkt hat, würde ich sagen, darf er zwei machen. Und weil wir gut sind, darf Rasengras auch eine Sache machen. Ja. Weil er hat das Abo, ja. Oder? Ja. Ja, Ja, genau. total gut. Sehr The schön. Real Panzer darf Doppelt zwei danke, Sachen du Real vorschlagen Panzer. für Democracy 4 und Rasengras darf auch. Entweder ein Ereignis oder ein Dilemma. Damit will ich anfangen. Das wird nachher noch mehr, aber damit fangen wir erstmal an. Wir haben da noch Ich werde das Ideen. nachher auch nochmal auf Discord schreiben. Um wieder zurück in die Szene zu. Es ist übrigens auch ganz gut, dass sowas zwischendurch mal passiert. Dann sind wir ganz kurz aus diesem, oh Ja. mein Gott, der Reichstag brennt Moment raus. Also doppelt oder dreifaches Danke für dich, du Panzer. Um aber jetzt wieder in die Szene zurückzukommen, dadurch, dass wir sowieso schon in einer Gruppe sind, die sich zusammengetan hat, um andere Menschen zu unterstützen. Wir sind ja Ja. schon den Schritt weiter, also wir müssen überhaupt dieses Schlimme nicht mehr vorausahnen. Wir haben ja schon erste Informationen. Und dieses Ich frage mich, was uns bevorsteht, gibt uns die Option, auch darüber nachzudenken, wie wir damit umgehen und wie wir darauf reagieren und was das für uns bedeutet. Also das Das eher aus ist diesem. Es ist so spannend, nicht so weil emotionalen Zugang. nee, nein, ich würde dieselbe Argumentation anführen, wie du es gerade getan hast. Wir haben uns bereits einer Gruppe angeschlossen. Wir sind einen Schritt weiter. Wir haben uns bereits dazu entschlossen, Menschen zu helfen. Und deswegen würde ich diese Nacht lässt Schlimmes vorausahnen auswählen. Weil wir haben schon diese Schritte alle gemacht, also wird es noch viel schlimmer und ich muss mich nicht mehr fragen, was uns bevorsteht, sondern ich weiß, es wird schlimm. Das wäre meine Argument, es ist dieselbe Argumentation und ich würde die andere Option nehmen. Und ich finde das eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Also auch, dass Menschen unterschiedlich sind und mit der gleichen Argumentation zu einem anderen Schluss kommen können. Vor allem, wenn wir über diese sehr moralischen Geschichten reden. Wir haben ja alle einen anderen Zugang zu bestimmten Themen oder zu Dingen. Und es wäre auch total spannend zu wissen, wie Horst die sich an der einen oder anderen Stelle entschieden hat. Ha, und er hat es natürlich im Chat gepostet, oder? Ja, ich hatte mich entschieden, Leute für den Widerstand in der Warte. staunenden Menge zu suchen. Also diese Nacht lässt auf jeden Fall Schlimmes vorausahnen. Ich weiß, für mich ist nur dieses, wenn ich das vorausahne und dieses Schlimme, bin ich so gefangen in dieser Emotion. Irgendwie, mich würde diese Emotion lähmen und ich würde irgendwie denken, oh, wir müssen irgendwas tun. Das geht so nicht. Und deswegen dieses, ich frage mich, was uns bevorsteht. Wir können auch würfeln. Oder ich leg mir einen Zettel hin und oder zwei Zettel und dann ziehe ich, wenn wir nicht wissen, ob eins oder zwei. Weil es gibt hier kein, ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja. Und alle Positionen
Also, wir hatten das vorhin auch schon mal. Thorsti hat auch schon mal zwischendurch geschrieben, dass er sich an einer anderen Stelle anders entschieden hat. Und jede dieser Entscheidungen und jede dieser Reaktionen ist total legitim. Und das finde ich Ja, also. unglaublich interessant, das mitzudenken. Jetzt die Frage, auf was klicken wir? Und Wepanse stellt, sagt auch da wieder, Wepanse sagt, oder gibt man durch die Vorahnung schon direkt auf? Das wäre, glaube ich, eher meins. Also wenn ich die Vorahnung habe, alles wird ganz, ganz, ganz schlimm, gehe ich dann aus der Aktion raus und versuche mich in mein Privatleben zurückzuziehen, weil es ja eh alles ganz schlimm. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon hatten. Das fängt ja gerade erst an. Ja, aber Also, wir genau, haben zwei, an der also Stelle das würde Einfachste das mit dem wäre, ich. Schlimmen mich nicht hemmen. Tatsächlich. Also das Schlimme würde mich eher bestärken. Ist krass, bei mir ist es halt anders. Also, ich glaube, mich würde es hemmen. Ich bräuchte einzelne Punkte. Ich frage mich, was uns bevorsteht. So dieses, okay, das könnte jetzt passieren. Wie reagiere ich da drauf? Diese strategische Überlegung. Und jetzt ist natürlich, um da wieder hinzukommen, die Frage, welches davon nehmen wir? Weil alles legitim ist. Ich bin immer noch dafür, eine Münze zu werfen. Weil es gibt kein Argument, was wir jetzt auch noch nicht ausgetauscht hätten, weil wir ja grundsätzlich die gleiche Argumentation mit einem unterschiedlichen Ergebnis haben. Ja, ich guck mal gerade. Ich hätte einen Euro. Wir bräuchten einen Zufallsgenerator. Also in Halle wurden auch Impfdosen per Zufallsgenerator vergeben. Insofern, es gibt einen Echt? Zufallsgenerator. Wir können auch einen nehmen. Ja, das ist ja gerade das ist doch das große Drama gerade in meiner Heimatstadt. Wirklich, das habe ich nicht mitbekommen. Beschäftigt sich jetzt damit, der Landtag beschäftigt sich damit, der erste Stadtrat hat einen Abwahlantrag gestellt. Also es ist gerade heiß, und es geht schon lange nicht mehr um die Frage, wer wurde wann geimpft und zu Recht oder zu Unrecht, sondern inzwischen schon, wann wurde welches Dokument erstellt, um das zu Oh Mann, rechtfertigen. ey. Also ich werfe jetzt eine Münze, bevor ich mir eine Münzwerf-App runterlade. Münze ist ja im Prinzip nichts weiter als ein zweiseitiger Würfel, also. Ja. Ich habe noch nicht aufgedeckt. Welches ist Kopf, welches ist Zahl? Hast du dich schon für eine Seite entschieden? Nein. Zahl ist das Erste. Kann man erkennen, dass es die Warte mal, Zahl ich muss mal das ist? Spiel wieder klein machen. Ja, Ja. ne? Es ist Zahl. Okay. Die Nacht lässt Schlimmes vorausahnen. Ende der Szene. Wöchentlicher Verlust minus 10, Aktion plus 1, minus 9, Moral, Unterstützer minus 1.